Fast schwerelos bewegen sich die Objekte durch den Raum, sorgen bei den Besuchern immer wieder für A's und O's. Es geht eine seltsame Faszination aus von diesen Dingern, deren Lebenszeit so kurz ist und doch den meisten von Kindheit an immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und wahrscheinlich ist es genau das. Seifenblasen sind spielerischer Bestandteil der Kindheit und sorgen für positive Gefühle und Erinnerungen. Der Spaßfaktor für die Macher der Bubble Mania im Pheno natürlich ein wesentlicher Grund, das Seifenblasenfestival zu veranstalten. Ich glaube, dass das Seifenblasenfestival wirklich auch ein toller Anlass ist, zusammenzukommen. Wir haben hier eben ganz kurz nur Seifenblasen in der Kronhalle aufgebaut und man hat sofort gesehen, dass jetzt Passanten, die hier vorbeikamen, gleich angefangen haben zu spielen. Das heißt, dieser Spieltrieb ist einfach so in den Menschen drin, dass sie gleich ausprobieren wollen und sich von diesen Seifenblasen auch verzaubern lassen. Doch nicht nur der Spaß stand während des Herbstferienprogramms auf dem Plan, sondern ganz phänotypisch auch der Lernfaktor. Denn mit Seifenblasen kann auch Wissen vermittelt werden, und zwar im Bereich der Physik. Und das auf unterhaltsame Art und Weise. Das ist nicht nur spannend, sondern bringt vor allem den Kindern einiges. Wir haben hier eine Ausstellung mit ganz vielen Mitmachexperimenten zu Seifenblasen, wo Groß- und Kleinfamilien selber mit Seifenblasen experimentieren können und einfach die wunderbare Welt der Seifenblasen sich selbst erschließen können. Und wir haben täglich auch noch drei Shows um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr mit tollen Künstlern, die aus dem Ausland extra angereist sind, damit sie uns hier tolle Experimente zeigen können. Im Grunde sind Seifenblasen kurzlebige Kunstwerke, die im Pheno auf verschiedenste Art und Weise und auch an verschiedenen Orten präsentiert wurden. This is a mix with two twigs. There is a caterpillar and causa. Doch wohin liegt denn jetzt die eigentliche Faszination der Gebilde aus Seifenlauge, die mit verschiedenen Utensilien in Form gebracht werden? Man kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen sich jetzt die Seifenblasen erschließen. Die Kleinen natürlich im Verzaubertsein von den großen Seifenblasen. Aber auch die Erwachsenen haben hier die Möglichkeit, verschiedenste Sachen zu beobachten. Also man muss sogar sagen, dass Seifenblasen auch noch Bestandteil wissenschaftlicher Forschung sind. Das heißt auch, wenn man sehr genau hinschaut, kann man Sachen beobachten, die wirklich auch relevant sind in der Forschung. Aber unser Schwerpunkt liegt natürlich hier im spielerischen Experimentieren. Das heißt, alle, die Freude am Spielen haben, für die ist es was hier. Schon an den ersten Tagen lockte Bubble Mania mehrere tausend Besucher an den Willy-Brandt-Platz in Wolfsburg. Ob unter dem Pheno im Freien oder im eigens errichteten Zelt oder im Wissenschaftstheater, die Seifenblasen erwiesen sich als echter Magnet für Groß und Klein. Sogar das Wetter spielte öfter mit als im Herbst eigentlich üblich. Beste Voraussetzungen also für das Festival, das vor 5000 Jahren angeblich schon seinen Ursprung hatte, denn damals seien die Seifenblasen erfunden worden. Na, das Schöne an Seifenblasen ist ja einerseits, dass sie ganz bunt schimmern, das heißt, die sehen einfach toll aus.
Und die haben natürlich auch ganz tolle Formen. Das heißt, die können einerseits riesig sein und dann wabern die ja so ein bisschen. Es gibt kleine Seifenblasen bis hin zum Schaum. Es gibt Seifenhäute oder Seifenwände, die wir hier auch zeigen, wo man riesig große Flächen hat aus Seifenhäuten. Und da kann man einfach ganz tolle Sachen dran beobachten. Und das ist eigentlich das, was wir auch hier im Pheno fördern wollen, dass die Besucher und Besucherinnen selber schauen können, ihren Sinnen trauen können, einfach beobachten und dem, was sie beobachten, auch einfach Wert zu messen und daraus sich dann erschließen, wie toll diese Seifenblasen sind. We can make it up upwards or down upwards. We have a few German. How we can keep it almost perfectly. We can make it up. Sogar ein Weltrekord wurde im Pheno geknackt, in dem bei einem Experiment die größte explosive Seifenblase der Welt erzeugt wurde. Alles in allem kann man als für die Bubblemania nur treffendes Fazit ziehen: Das Seifenblasenfestival war wirklich eine runde Sache.